Weißer Pferdeschwanz, Sonnenbrille, Stehkragen. Karl Lagerfeld war selbst seine markanteste Kreation und tat stets das, was er liebte. Ich wollte nie ein anderes Leben. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich habe. In Hamburg geboren, begann Lagerfeld seine Designerkarriere in den 50er Jahren in Frankreich. Es folgten zahlreiche große Namen, bis er 1983 seine Heimat fand bei Chanel. Er gab der Traditionsmarke neues Leben und neuen Glanz. Vor allem die Inszenierungen seiner Shows, auch für andere Häuser wie Fendi, waren legendär. So auch seine Sprüche. Karl Lagerfeld wird mir in Erinnerung bleiben als der Mann, deswegen ich keine Jogginghose tragen darf. Ich kann mich erinnern, dass er gesagt hat, es gibt keinen Stress, sondern es gibt nur Stress. Er war ein sensationeller Designer. Und Entdecker, so machte er Claudia Schiffer groß. Karl war mein Feenstaub. Er verwandelte mich von einer schüchternen Deutschen in ein Supermodel. Er ist unersetzlich. Er ist die einzige Person, die schwarz und weiß bunt machen kann. Ich werde ihm auf ewig dankbar sein. Bei dieser bunten Show am künstlichen Strand überraschte Lagerfeld alle, als er sich erstmals seit den 90ern ohne Sonnenbrille zeigte und besonders lange stehen blieb. Es schmeckte wie ein Abschied. Bei der Chanel-Show in Paris fehlte er dann tatsächlich, das erste Mal seit Jahrzehnten, und so wuchs die Sorge um seinen Gesundheitszustand. Ein letztes Video von ihm auf Instagram verstärkte die Sorge. Lagerfeld wirkte extrem angeschlagen. Der Bauchspeicheldrüsenkrebs hat dann das Leben von Karl Lagerfeld beendet. Auf die Frage, was ihn inspiriert, sagte der Modezar einst: Das Leben, weiterzumachen, erinnere dich an das Jetzt, vergiss die Vergangenheit. Doch die Modewelt wird sich nicht daran halten. Sie wird Lagerfeld wohl nie vergessen.